Erik, du darfst dir jetzt ein Lied wünschen. Fahren wir mal eine Runde. Das wird doch mal reingehen. Warst du schon hier gewesen? Hattest du schon hier? Ich fahre noch gar nicht hier. Da drin könnt ihr alles anpacken. Packt er alles an. Außer die, ich weiß nicht, ob es welche drin haben, aber die 2000 GT, die darfst du nicht mehr. Ja, das ist klar. Aber wir haben mal Zeit, dann kommst du mal rein. Ich sag alles, was der Mimi hat gesagt, ich darf alles anpacken. Machst du gut. Dann gehen wir doch so und dann einmal rein. Mal gucken, ob das funktioniert hier. So. Nee. Ist doch eh nicht drauf. Nee, ich drücke. Ah, der Finger. Aus Belgien. Hm? Aus Belgien. Ist ja nicht weit. Meine alten Felgen. Boah, die Dachbox ist ja mein Favorit. Ich finde das ist ja mega geil. Also das ist der W3. Ja. Das ist der W2. Die auch alle hin. Ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Guck doch nochmal nach. Wie denn? Ja. Verloren. Hm. Da muss halt dann hier der super Dachbox alles drauf macht, Typ, damit du hier noch auffällst, und das ist mir einfach viel zu anstrengend. Ja, also ich finde, dein Auto fällt nicht auf. Und das ist okay. Ich mag deine Felgen. Ja, viele haben halt so komische, ist auch nicht mein Geschmack. Sind die besten Felgen für den. Der hatte auch hinten diese Fächer, ne? Der hatte hinten zwei riesige Fächer. Und ich hatte damals gesagt, Kofferraum ist mir wichtiger. Aber die Fächer waren nicht verkehrt, weil du während der Fahrt drin kommst. Ich finde, man braucht beides. Ich hätte dieser Spoiler, ich muss sagen, hatte ich einen guten Geschmack. Komisch. Ja.
meiner Erinnerung. Hat, wenn ich irgendwas nicht original gemacht hat, verkauft ihn. Vielleicht wurde ihm, hatte Auto-Burnout, wurde ihm auch zu anstrengend. Boah, der sieht ja aus wie ein Neu. Den würde ich mir gerne mal angucken, weil ich glaube, der ist foliert. Der ist foliert. Das gleiche wie bei mir. Die Dinger. Nee, maar dat is die onderlip. Onderlip is ook anders. Ja, dat is het. Dan ook het gleiche hier. Daar wist ik ook niet wie het folie. Ook rausgezet. Het is veel mooier, maar ja, den ken ik uit zijn tijdschrift. Maar het zijn immer nog. Dat is een Erinnerung. Oh ja. Von denen hier noch ein Bildchen. Hey, na? Hast du wieder deinen Arbeitspulli an? Nee, kein Collection. Ich habe Markus gerade mal gesagt, dass du da nicht arbeitest. Und er meinte, ja, aber du hast doch dieses Collection-Shirt manchmal. Das ist genau das, was du gestern erzählt hast. Ich hab's ja nur da. Ich muss auf dem anderen Parkplatz parken. Warum? Weil ich kein Toyota habe. Ich habe mein Fahrrad dabei. Trotz des Wetters, ich hätte gesagt, du bringst es nicht mit. Ich hab's einfach reingeworfen, ist ja kein großer Hackback gewesen. Wie ist so deine Bewertung? Ist voll für ein Treffen? Nee, oder? Gar nicht. Also doch Wetterthemen. Ja. Aber drin ist cool. Wie weit geht es sonst so? Also bei GT wahrscheinlich voll, die Hütte? GT, der Parkplatz und der Ausweichparkplatz, wo draußen, wo ich erst parken müsste heute, war fast voll. Ja, ja. Also hier war sowieso voll, aber der andere Parkplatz war fast voll. Ja, wir machen ja mal draußen die Runde. Ja, ich wollte mal den Markus noch Hallo sagen, hab ich gar nicht. Ich muss dem wieder irgendwas auf Dänisch anquatschen. Hinter dem Herrn im Roten. Ja. Dann mach das. Ich hol das Fahrrad mal gleich raus, dann ruf ich mich mal kurz an. Ja, mach das. Ist das dann auch holen? Nee, sieht nicht so aus. Jetzt spalt mal schief vom Klippscheinwerfer. Der hat wahrscheinlich mal einen Unfall gehabt und hat neu lackiert. Ist kein Was sag mal, Sabrosa? Boah, ist auch so schwer, ne? Was wiegt das? 12, 13 Kilo? Das wiegt 13, glaube ich. Boah, ich habe den Lenker bei mir. Ich muss den halt ein Stück vormachen, damit ich beim Bunny hopp. Echt? Ich habe mir echt hartes Knie verletzt letztens. Plastikpacks? Ja. Ich merke nur, ich komme bei dir quasi so. Also ich berühre das Päckchen. Mein Hinterbau ist nicht so. Ja. Und erstmal schön Lenker gegen das Knie, das war klar. Ist gekommen? Ja, das kam auf hier mit dem Porsche.